Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, wassalat wassalam, ar-Rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, ajma'in. Liebe Geschwister im Islam, schon seit Ende Januar ungefähr hören wir immer wieder davon, dass es in den arabischen Ländern, wie beispielsweise Ägypten, Tunesien, oder sogar schon seit Mitte Januar, geht es eigentlich in den arabischen Ländern wie Tunesien, Ägypten, dann Libyen, Jemen, Bahrain, geht dort sozusagen wirklich, hat man dort ein Chaos. Es kommt zu Massendemonstrationen, zu Kämpfen, zu Toten, auch Syrien natürlich. Also wie gesagt, in vielen Ländern. Es könnte sein, dass ich das ein oder andere Land vergesse. Und für uns als Muslime ist klar, die meisten, die dort getötet werden, sind Muslime. Die meisten, die dort unter diesen Sachen leiden, sind Muslime. Und ihr wisst es wahrscheinlich besser, gerade die, die aus den arabischen Ländern kommen, dass man es halt zumindest in vielen Ländern dort mit Regimen zu tun hat, die die Muslime dort unterdrücken. Beispielsweise in Tunesien. Ja, Tunesien ist ein ganz krasses Beispiel. Wenn man dort nur zum Morgen zum Fächergebet kommt, da kann es schon sein, dass die Polizei zu einem kommt, dass man dort beobachtet wird. Ich habe auch ganz schlimme Geschichten gehört von Frauen, die vergewaltigt worden sind, weil sie Kopftuch tragen und alles Mögliche. Ja, das ist katastrophal. Und natürlich hört man dann auch darüber, ist das erlaubt, überhaupt diesen Khuruj auf den Hakim zu machen. Und das ist sicherlich ein langes Thema und es lohnt sich auch jetzt nicht großartig, meiner Meinung nach, darüber zu diskutieren. Weil Fakt ist, es gibt eine Regel in der Natur, das ist, wenn man eingeengt wird, explodiert man irgendwann. Und das ist das, was jetzt dort passiert ist. Das heißt, meiner Meinung nach müssen wir jetzt gar nicht mehr darüber diskutieren, ob das erlaubt oder nicht erlaubt ist, sondern es geht einfach darum, irgendwann passiert es, irgendwann platzt den Leuten der Kragen. Und das ist das, was man jetzt hier sieht. Ja, das, was passiert ist. Und was können wir machen? Erstmal, viele haben sich schon gefreut. Die haben gesagt, ja, guck mal jetzt, super. Es waren große Feste auf der Straße gewesen. Leute haben gejubelt und so weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht gejubelt. Denn meiner Meinung nach kann man erst jubeln. Und das ist auch eigentlich das, was die Gelehrten zu den Bedingungen machen, von dem Khuruj auf einen Hakim, dass man einen Führer beseitigt, versucht zu beseitigen. Zu diesen Bedingungen gehört beispielsweise, dass man in der Lage ist, einen besseren Führer einzusetzen. Und diese Sache ist momentan definitiv nicht gegeben. Und deswegen ist es bei mir eigentlich so, dass ich nur mehr Sorge habe, dass es schlimmer wird, dass die Situation schlimmer wird. Denn in einigen dieser Länder, wo es auch Revolution gab, war die Situation nicht so schlimm wie beispielsweise in anderen Ländern. Das heißt, man kann beispielsweise Ägypten überhaupt nicht mit Tunesien vergleichen. Tunesien ist die größte Katastrophe überhaupt. Es gibt, das ist ja islamfeindlicher, dieses Land, oder vielmehr die Regierung, die dort an der Macht war, als Barack Obama. Ja, also es ist ja nicht auszuhalten. Und deswegen, was wir machen müssen, ist, wir müssen viel Dua machen. Wir müssen viel Dua machen, dass sich die Situation in diesen Ländern stabilisiert. Und möge Allah die Situation in diesen Ländern stabilisieren lassen. Möge er dort die Führer, die jetzt an der Macht sind, entweder verbessern oder neue bringen, die besser sind. Und möge er diesen Menschen Frieden, Sicherheit geben und die Möglichkeit geben, die Religion dort richtig zu praktizieren. Was einen dann besonders aufregt, ist, wenn es einige Verbrecher gibt, Lügner gibt, die versuchen, Politik zu machen mit angeblicher Christenverfolgung in islamischen Ländern. Erstmal müssen wir definieren, was ist eine Verfolgung. Dass es Anfeindungen gibt von Einzeltätern, das haben wir auch hier. Wir reden aber in Deutschland auch nicht von einer Verfolgung von Muslimen, weil beispielsweise in Berlin-Neukölln, ja, Häuser in Brand gesteckt werden, wo Muslime leben und dort welche verbrennen. Weil das ist keine strukturierte, gelenkte Verfolgung, die vom Staat ausgeht, sondern derjenige, der das gemacht hat, der wird am Ende bestraft werden, wenn er vor Gericht kommt. Ja.
der Täter von derjenige, der Marwa Sherbini umgebracht hat, ist auch ins Gefängnis gekommen. Das heißt, wir können nicht von einer Verfolgung reden. Was wir aber kritisieren können, ist, dass es hier Hetze gibt im Internet, die vergleichbar ist mit der Hetze, die die Nationalsozialisten gegen die Juden geführt haben. Und das ist ganz klar, und viele regen sich darüber auf, aber sie regen sich nur darüber auf, weil sie nicht in der Lage sind, darüber zu diskutieren, sondern die Sache ist ganz klar. Da gibt es so viele Parallelen. Wenn zum Beispiel ein Udo Ulfgotte irgendwelche Verschwörungstheorien ausgräbt, von wegen einem geheimen Dokument, das gefunden wurde, wo steht, wie die Muslime Europa erobern wollen, ja, dann hat das ganz klare Parallelen mit der Schrift, wie heißt sie noch, das Protokoll der Weisen von Zion, was 1905 als Fälschung vorgebracht wurde, um zu zeigen, wie die Juden die Welt erobern wollen. Ganz klar. Und wer etwas anderes sagt, ist entweder blind oder ein ganz verlogener Heuchler. Ja? So. Und in diesen Ländern, wie gesagt, natürlich gibt es Anfeindungen. Das ist etwas, was wir bedauern müssen. Denn gerade wir als Muslime, wir sollten uns bemühen, dass in den Ländern, wo die Mehrheit der Menschen Muslime sind, dass dort auch Juden und Christen friedlich mit uns leben können und sich wohlfühlen können. Sie sollten gerade unter muslimischer Herrschaft sollten sich wohlfühlen. Aber wenn sich die Muslime nicht wohlfühlen unter den Führern, kann man normalerweise auch nicht erwarten, dass es die Christen sich dort wohlfühlen. Aber beispielsweise in Ägypten, es wird von Christenverfolgung in Ägypten geredet, das ist eine Lüge. In Ägypten, diese Anschläge, die dort passiert sind, ja, die sowieso, was man jetzt rausgefunden hat, inszeniert waren, ja, ja, das wurde von allen Ägyptern und von den Gelehrten, der Azhar, wurde das abgelehnt, wurde das als etwas Falsches angesehen. Das heißt, es gibt dort keine Christenverfolgung. Wenn würde man sagen, da gibt es eine Muslime-Verfolgung, sondern gerade in diesen Ländern werden alle Religionen misstrauisch beäugelt. Das ist der Punkt. Und deswegen sollen die hier nicht in Deutschland versuchen, ihre Politik zu führen, denn was in Ägypten beispielsweise der Fall ist, ist, dass Christen einen separaten Staat gründen wollen. Einen separaten christlichen Staat. Was wäre, wenn wir als Muslime sagen wollen, wir wollen jetzt Neukölln als Land für uns haben. Das nennen wir dann Berlinistan oder sowas. Da würde man in Deutschland ausflippen. Das heißt, nicht immer mit dem Finger auf andere zeigen und irgendwelche Storys erzählen, ja, von wegen strukturierter Verfolgung. Wenn es etwas gibt in den muslimischen Ländern, dann oder nicht in allen natürlich, wenn ich sage, die muslimischen Länder meine ich nicht alle, ja, wenn einige, da gibt es strukturierte Verfolgung von Menschen, die die Religion ernst nehmen. Insbesondere in Tunesien beispielsweise. Und auch in Libyen, wo verschiedene Leute platt gemacht worden sind über die Jahre. Und das Ergebnis davon sehen wir hier jetzt. Ja. Komischerweise, die Länder, die vorher diese Regime mit Waffen versorgt haben, jetzt wo sie sehen, die Bevölkerung wurde geknebelt, sind sie alle auf einmal, ach ja, oh, wir müssen den armen Menschen helfen, diese ganze Heuchelei. Komischerweise in Libyen, da fangen sie dann an, mit NATO-Einsätzen den Rebellen zu helfen. Wofür? Nur um ihre Nase wieder in die Sache mit reinzustecken und später das Öl abzukassieren. Das ist der Punkt an der ganzen Sache. Und wie gesagt, darauf wollte ich nur ansprechen. Ja, macht viel Dua für die Menschen in den muslimischen Ländern. Ja, und dass es sich die Situation verbessert und stabilisiert. Und für die Nicht-Muslime, ja, wir sagen, ja, wir als Muslime, es gibt Muslime, die die Christen schlecht behandeln, sowohl hier als auch in islamischen Ländern. Genauso gibt es auch Christen, die Muslime schlecht behandeln. Aber es gibt keine strukturierte Verfolgung von Christen. In den islamischen Ländern. Ich kann vielleicht nicht über alle islamischen Länder reden. Ich habe gehört, in Sudan gäbe es wohl so etwas. Ich kann nicht über den Sudan speziell urteilen. Was ich aber sagen kann, ist, dass beispielsweise in Marokko, Algerien, obwohl es in Algerien Anschläge gab, darüber reden wir nicht. Ja? Wir reden nicht von Einzeltaten, die gibt es auch hier. Ja, Häuser werden angebrannt. Ja? In Tunesien, in Libyen, in Ägypten. Ja, dass es dort in Saudi-Arabien keine strukturierte Verfolgung von Christen gibt. Das ist alles
eine große Lüge. Ja, und deswegen sollen diejenigen, die diese Lügen hier verbreiten, die sollen sich was schämen und die sollen differenziert über diese Sachen reden. Wenn ihr sagt, ja, es gibt gewisse Ungerechtigkeiten, alles klar, die gibt es auch gegenüber den Muslimen. Hat nichts mit dem Islam zu tun. Wenn ihr sagt, es gibt gewisse Anfänge, es gibt bestimmte Verrückte, ja, die haben wir auch hier. Das ist keine Frage. Aber indem man das benutzt, um Hetze gegen die Muslime und Hetze gegen den Islam zu machen, das ist etwas sehr Miserables. Was wir tun müssen als Muslime, was unsere Aufgabe sein muss, ist, dass sowohl die Christen, mit denen wir hier zusammenleben, als auch in den muslimischen Ländern, dass die sich wohlfühlen, neben uns zu leben. Ja? Der Prophet ﷺ hat sogar Juden besucht, die krank gewesen sind. Hat versucht, sie gut zu behandeln, die mit ihm gelebt haben, bis sie ihn nachher bekämpft haben, was wieder eine ganz andere Geschichte ist. Aber die Grundlage war immer, dass die anderen gut behandelt werden. Und das sagt auch der Prophet in einem heiligen Hadith, in einem Hadith, Entschuldigung, Inna Allah katab al-ihsan ala kulli shay. Allah hat die gute Handlung, dass man etwas gut behandelt, in jeder Sache vorgeschrieben. Und der Prophet ﷺ hat auch gesagt, Silman Katak, das heißt, verbinde der mit dir abgebrochen hat. Silman Katak. Wa ahsin illa man asa ilayk. Und sei gut zu dem, der schlecht zu dir ist. Wa kulil haqq wa la ala nafsik. Und sprich die Wahrheit, selbst wenn sie gegen dich ist. Und möge Allah uns helfen, diese Religion besser zu praktizieren, auch diese Eigenschaften besser zu tragen, denn wir sind alle Menschen, wir haben alle Emotionen, wir haben Wut, wir haben Emotionen, wir haben Trauer. Und es geht darum, dass wir immer wieder versuchen, uns zu verbessern und auf ein höheres Niveau zu kommen. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.